Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Wir begeben uns nun in die Schenke, weil ich da zwei Sachen schauen will. Zum einen gab es ja diese Dame, mit der wir erstmal reden werden, weil die ja ein paar Zutaten haben will, wollte. Ach, wo bekomme ich denn nur die Zutaten für ein Blech Kekse her? Die haben wir. Oh, wie gütig ihr seid, vielen Dank. Nun kann ich backen und ein Lächeln auf die Gesichter meiner Kinder zaubern. Mh, lecker, lecker Kekse. Tipptopp und knusprig. Wow, du hast aber mal krasse... Du bist aber mal schnell dran. Also so schnell Kekse zu backen, Respekt. Sind sogar mehr geworden, als ich gedacht hätte. Nehmt euch einen Keks. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Lord Fugui. Wie furchtbar. Oh, ich muss es unbedingt zurückbekommen. Nur wie? Okay, es gibt auch, finde ich interessant, wie viele Nebenquests es hier auch gibt. Finde ich interessant. Ich bin das Oberhaupt der Familie Fugue. Ist euch der Name ein Begriff? Kürzlich brach ein Dieb in unser Heim ein und stahl einen wertvollen Schild. Der Schild ist ein uraltes Erbstück des Familienwappens darauf abgebildet. Es ist unersetzlich. Wenn ich ihn nicht finde, ist es Familienehre besudelt. Den Einbruch beging einer von Griets Männern. Das Schild der Familie Fugue ist jetzt bestimmt in Griets Schatzkammer. Wenn ihn ein Ausländer kauft, ist das Schild für immer verloren. Ihr seht aus, als wärt ihr eine fähige Truppe. Beeindruckend. Wärt ihr bereit, gierig den Schild der Familie Fugue abspenstig zu machen? Das Haus Fugue würde sich natürlich aufs Großzügigste erkenntlich zeigen. Okay. Und der Meisterangler. Du bist zum Tempel am Meer. Dir schuldig noch was. Wenn du irgendwann mal ein Problem hast, sagst du Bescheid. Ich helfe. Einen Dagon willst du angeln, meine liebe Scholle. Dagons sind miese Biester. Mehr wie Drachen als wie Fische. Aber Dagonfilet, oh ja, das soll süß wie Nektar schmecken. Problem an der Sache, Dagons haben Adleraugen. Die sehen die Schnur sofort. Brauchst du eine Schnur, die zwar robust, aber klar wie Glas ist. Wenn du sowas findest, werfe ich die Angel für dich aus, keine Frage. Find mir eine Schnur zum Dagon-Angeln und ich angel den Dragon. Aha, okay, interessante Redensart, aber gut, passt halt. Am Kai ist hier noch was, ich glaube, mit denen hatten wir schon mal geredet. Das ist ja nur dieser komische, ja genau, der wollte die nur verkaufen, ja okay. Dann haben wir hier nichts mehr, würde ich sagen. Aber gut, interessant, sollten wir uns mal die Augen offen halten. Aber gut, ich würde sagen, wir haben mit Celica jetzt erstmal genug gemacht. Ich würde sagen, wir wechseln mal wieder zu allem. Ich würde sagen, wir machen das immer so im Wechsel. Ich finde, das passt sich dann ganz gut. Wie viel haben wir hier denn noch? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ja gut, das sind 7, okay. Ja gut, dann sollte ich vielleicht, ich will das vielleicht immer so im Wechsel halten. Meine Schlacht mit allem, meine Schlacht mit Celica. Wäre, finde ich, eine gute Idee, wie man das so machen könnte. Ach, mit Taubin, den könnte ich ja auch wieder eine Klasse wechseln lassen. Stimmt hier, aber da warte ich noch mit. So, wir gehen mit allem weiter zum nächsten Gefecht, würde ich sagen. Im Bund der Freien. Nord Sophia, die Schlacht. Tag 24, Pegatism 401, valentianische Zeit. Sir Ulm, our scouts have spied Regellian forces up ahead. Then the battle begins here. So it seems. The fights ahead will be nothing like our skirmishes in the south. You've wounded Rigel's pride, and they will strike back without mercy. But the spirit of Sophia demands you prevail. There's no turning back now. I know. So lange her mit dieser Truppe. Wieder zu kämpfen. There you are, whelp. I thought you'd never arrive. But wait a second. Fernand! You march beneath Regel's standard now? Guck mal einer an. Does that really surprise you, Clive? You and the Deliverance took all I believed in and trod it into the mire. In Regel, they still have ideals worth upholding. Damn you, Fernand! Listen to yourself! My king is dead. My country fallen. But I'll not hand this land over to you. Now, it is the Regellian Empire's turn. Lord Berkut shall lead us and unite Valentia under one noble order. So dumme. Ha!
your senses, Fernand. You have always fought for your motherland, for Sophia. Only one of us has lost his senses, Clive. What? Allow me to enlighten you. That boy you have been parading around as your new hero? He was never Meissen's grandson. What is this folly? Well, I can assure you it is no folly. My source has known Sir Meissen for years. The old knight has no family. Perhaps he made some orphan his ward so he wouldn't have to die alone. You lie. And yet, there is the matter of what the old man at the castle said. Oh, Clive. You've become the very picture of absurdity. Once you were a man to whom the lineage of our noble houses meant all. But now you take for your future king a boy you don't know from a gutter rat. Das wird wahrscheinlich echt eklig werden, diese Schlacht, könnte ich mir vorstellen. Aber das sind alle? Das sind alles tatsächlich? Ach nee, da oben sind noch welche, okay. Zarkson, ein Ritter, okay. Regelia, ach, eine Hexe, okay. Alles klar, eine Hexe, Hexen sind es jetzt auch schon, okay. Und dann noch die Freunde hier. Der gute Fernand. Der dumme Trottel und dann noch ein paar andere Freunde hier. Okay, das sollte ja nicht allzu schwer sein. Ja gut, wenn wir sehen, wie wir das hier machen werden. Ich würde sagen, der gute Cliff, der hat doch eine gute Verteidigung gehabt, ne? 7. Ja gut. Aber sonst habe ich hier wenig Verteidigung. Oder, nee, du gehst dann mal nach vorne hier, Lukas. Du hast ja noch eine etwas höhere Verteidigung tatsächlich. Gut, Silk, du gehst ja, ich finde die Aufteilung hier mal sehr, sehr komisch. Aber okay. Die Verteilung finde ich auch mal sehr komisch, aber okay. So, ich würde sagen, wir machen das so. Und Gray, du kommst auch nochmal dahin, genau. Ich würde sagen, wir machen das so. Das sieht gut aus. Gut, dann wollen wir mal sehen, was wir hier in diesem Kapitel erlangen werden. Oder erreichen werden. Who are those women? Those would be witches. They are women who have offered their wills and souls to Regel's patron god, Duma. He gave them command of vast magic, but little else of who they were remains. Their tale is a sad one. But hardly unusual in a land so hungry for power. That's terrible. If Regel occupies Sophia, her people could be subjected to the same fate. I won't let that happen. Ja, ja, die bösen Sophie. Ach, guck mal an, hier sind ja auch noch welche. Hier sind ja auch noch welche, guck mal an. Da war jetzt noch so eine andere. Ach, das sind diese Regilia. Und Sophia, na okay. So, ah, okay. Also die ganzen Magier, das sind diese Riegel-Dinger da. Ah, okay, okay. Langsam verstehe ich das hier. Wann war denn nochmal die Karte? Nein, eine Karte gibt es hier nicht, aber. Riegel-Armee, Sophia und ja. Und der Freie. Na, okay. Okay, 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 dann wollen wir mal sehen. Ja, wollen wir mal sehen, was wir hier so erreichen werden. Wollen wir mal schauen. Allow me. Mal gespannt, wer hier jetzt kommt. Tatsächlich. Die zwei, ihr zwei könnt auch wieder reden. Okay, dann macht das doch mal. So, Tobin, are we gonna clear the air here or what? Yeah, I suppose. So, is it just me, or are you and Claire getting close? Huh? You think? I feel like she spends all her time telling me to bug off. Yeah, but that's just it. She's comfortable around you, or else she'd never let her hair down like that. That's a weird way of reading into things. Why can't you put that much thought into anything else? Oh, you're looking for a fight? Let's take it outside, clown! We're already outside. And I'm kind of busy fighting these other guys.
Come on already. Let's take out your aggression on someone who deserves it. Die verstehen sich ja auch ziemlich gut. Und das, obwohl er dir... Nothing will stop me. Oh, zwei können auch reden. Ja gut, dann machen wir das auch noch mal. So viele Gespräche hier. Salutations, Om. Hello, Claire. And just what are you guffawing at? Such behavior is unspeakably boorish. Sorry. Sorry, very sorry. It's just, who says salutations on a battlefield? Well, but I say it. Oh, very well. How would our fearless leader have me greet him instead? I'm not criticizing the way you speak, Claire. In fact, I like that about you. You do? Na, also für Gray würde ich jetzt langsam aufpassen. Wer weiß, wie lange die Liebe noch hält. Ja, okay. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen. Okay, ich denke mal wieder Cliff. Cliff wird mal wieder eine wichtige Rolle spielen. Aber okay, wollen wir mal sehen. Mir gefällt diese Aufteilung hier aber nicht. Wenn die jetzt auch schon kommen, die kommen alle. Anna, die drei kommen gar nicht, okay. Ja gut. Zieh es mal wieder den sämtliche Feinde, okay, gut. Ja gut, ne? Also dann würde ich ja fast schon sagen, hier, würde ich ja fast schon sagen, tatsächlich. Ja, dann würde ich ja tatsächlich schon fast sagen, dass ich mich erstmal um die Freunde da an kümmere, die da kommen, würde ich fast schon sagen. Ja, ich denke, das wäre keine so schlechte Idee, dass ich mich dann erstmal um die Freunde hier kümmere, die da kommen. Wäre vielleicht keine so schlechte Idee, wenn die Freunde da links sich nicht bewegen, dann kümmere ich mich erstmal um die Freunde hier. Hat sogar getroffen. Finde ich ja gar nicht nett. Finde ich ja gar nicht nett, aber okay. Zwei Bogenschützen. Okay, die sollte ich zuallererst mal ausradieren. Die sollte ich zuallererst erstmal ausradieren, aber mit dir komme ich da leider noch nicht hin. Aber das finde ich schon mal schön, tatsächlich. Der scheint schnell zu sein und sich auch gut wehren zu können. Oh ja, das ist gut. Das ist gut, aber die Trefferrate gefällt mir nicht so ganz. Das sieht mir schon schöner aus. Das sieht mir schon viel schöner aus. Mein Freund Cliff. Beziehungsweise Clive. Clive und Cliff. So ähnliche Namen. Aber apropos Namen, da muss ich auch noch mal gucken hier. Ich habe ja schon gehört, dass ich, dass es manchen nicht gefällt, wie ich manche Namen ausspreche. Ich will auf jeden Fall mich dafür entschuldigen. Nur wie gesagt, so lange kenne ich das Spiel jetzt auch nicht. Und wie jeder Name jetzt genau ausgesprochen wird, da kann ich jetzt auch noch nicht so ganz... so ganz sagen, Windfeger, okay. War jetzt noch nicht 100%, aber ich werde mich verbessern auf jeden Fall. Windfeger, was ist das denn für eine Fähigkeit? Verhindert gegnerische Konterangriffe. Mhm, interessant. Das klingt interessant. So, ich würde mal sagen, Python, das machst du mal. Ich hoffe mal, ja doch, das solltest du schaffen, mein Freund. Das solltest du doch mal schaffen, ja. Also, hätte mich schon sehr überrascht, wenn du das nicht geschafft hättest, Python. So, und das sieht doch auch schön aus. Ja, sehr schön. So will ich das doch sehen hier. So ein schöner General. Das ist ein Rittergeneral, ist er ja noch nicht, aber so ein Ritter hat ja auch, mag ja auch nicht so wirklich. Das machen wir besser nicht. Das machen wir besser auch nicht. Ich muss aber jetzt jemanden da hinstellen, der da so ein bisschen abblockt. Aber ich weiß nicht, es ist mir ein bisschen zu viel hier tatsächlich. Wie viel kriegst du denn Schaden? Boah, ein bisschen zu viel tatsächlich. Dann lasse ich dich einfach erstmal nur da stehen. Würde ich sagen. Du kümmerst dich mal, ja, mit um den hier. Ja, das ist okay. Da würde ich sagen, kann die gute Faye mal mit Nosferatu den hier erledigen. Zwei Chancen hast du und du bist schon mit der ersten. Das finde ich gut. Diese finde ich hier sehr, sehr gut.
So, und dann wollen wir mal schauen hier, was hier noch so kommt hier. Nur noch diese drei, zwei Generäle und einen nach der Heizung sogar, okay. 11 Schaden, das ist mal schmerzhaft, aber gut, dafür ein Critical mit 6. Der hat Verteidigung, das ist krass. Wir haben Verteidigung, das muss man mal sagen, ja, aber gut. Wir haben dafür ja auch Magie, die ich natürlich auch nutzen werde, die Hexenform. Ach, die können sich auch teleportieren. Ach, und jetzt kommen auch die anderen Freunde, okay. Merken schon so langsam hier, jetzt wird es brenzlig so langsam. Ja, dass ich das mit dir mache, das sollte wohl klar sein. Der muss ja jetzt definitiv weg, der gute... Der gute, fette Ritter da, der muss hier weg. So, was mache ich mit den Freunden hier? Das Blöde ist, jetzt kommt auch noch der hier gleich an. Und der ist bestimmt nicht so ohne. 10 Angriff, der gute... Aber ich würde sagen, das könnten wir doch mal machen, wie viel Resistenz hast du denn? 4. Das ist auch nicht gerade viel. Du hast mehr Resistenz, aber dich erwische ich leider nicht. Wie weit kommt der denn hier? Ja, das Gelände ist mir ein bisschen zu offen, muss ich schon fast gestehen. Das ist mir echt fast schon ein bisschen zu offen, dieses Gebiet. Du hast aber eine hohe Resistenz. Beziehungsweise mit ihr noch. Boah, der hat aber 11 Resistenz. Würde ich ja fast sagen, ich heile sie, heile ihn und die Tobin auf jeden Fall. Und dann packst du das doch den hier weg, ne? Das ist auch Schaden. Ah, du hast wenig Resistenz. Ja gut, dass sie wenig Resistenz haben, da muss ich jetzt, glaube ich, gleich mit leben tatsächlich. Ich muss aber gucken, dass ich den da ausgeschaltet bekomme. Das würde gehen, aber du hast nur eine Resistenz. Wie viel hast du denn im Angriff? 10. Okay, also 10 Angriff, dann wirst du 9 Schaden kriegen. Der andere kommt da noch nicht in der Nähe. Das könnten wir tatsächlich tun, würde ich sagen. Und dann kriegst du nochmal... Oh, da kriegst du aber auch eine ganze Menge Schaden da rein. Vielleicht lasse ich den erstmal in Ruhe, würde ich sagen. Ich glaube, die lasse ich erstmal in Ruhe, weil dann soll er sich erstmal heilen lassen. Ich glaube, dann ist er sowieso erstmal mit mir beschäftigt. Du hast 5 Resistenz. Das ist ja okay. Das könnte ich jetzt auch machen. Schon mal vorschwächen. Aber ich glaube, dann kümmere ich mich lieber um den hier. Dann, dass der gute andere, der Freund, das dann machen kann. Wie gesagt, dann kann diese gute Magierin einen angreifen. Dann habe ich damit auch kein Problem. Dann habe ich damit auch kein Problem. Damit am Überleben. Das finde ich jetzt auch nicht so toll. Ich hatte eigentlich gedacht, er kriegt das in einem Zug hin, aber okay. So, diejenigen, die nicht so viel Resistenz haben, die schiebe ich da mal weg. Erstmal. 4 Resistenz. Auch 4. Ja, die restlichen sind eigentlich alle akzeptabel, würde ich sagen. 4 schiebe ich da mal hin, aber die haben alle recht wenig, deshalb lasse ich mal lieber. Jetzt nochmal dahin. Ja, wollen wir mal sehen hier. Wollen wir mal sehen, was die gute Magierin macht. Sie geht auf den Bogenschützen, okay. Zweimal ist ekelhaft. Aber gut, dann kriegst du schon mal auch ein bisschen Schaden. Aber das war ein bisschen Schweifschutz. Ich glaube, das kennen wir schon von dem anderen Bogenschützen. Okay, aber jetzt wird der Kampf, glaube ich, richtig eklig werden. Jetzt könnte der Kampf richtig eklig werden. Gut. Zuerst einmal sollten wir uns um Fernand kümmern. Um den guten Fernand kümmern. Ich würde sagen, das kannst du... Wobei, wie weit kommt der? Zu weit. Dann kümmere ich mich um die andere. Du kriegst zwar wenig Schaden, aber du kriegst es leider nicht geschafft, sie zu besiegen. Ja, das könnten wir schon mal tun, würde ich sagen. Oh, machst ja viel Schaden, mein Freund Renant. Krass, wie wenig Schaden du machst. Oh, da muss ich jetzt aber gleich mal gucken, wie ich das mit dem, hier mache. Warte mal, da kann ich mich nicht treffen, ne? Nee, da kann ich mich nicht treffen. Dann machen wir das so. Ich hoffe, du triffst Python, aber wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Ja, doch, du musst. Er hätte treffen müssen. Und er hat's getan, das ist gut.
Finde ich gut, mein Freund. Dann kann nämlich unsere gute, ja, die gute Dame kann ihn, kann sie dann erledigen. Muss sich einfach wegteleportieren. Okay, und das gibt schöne Erfahrungspunkte. Finde ich gut. I can read our foes like a book. Und ein tolles, tolles Level-Up dazu. Oh gut, sehr gut. Dann Cliff. Ich würde sagen, das machen wir mit Feuer, würde ich sagen. Das ist auch nochmal ein Level-Up. Und ich denke mal, dann kann irgendwer dann den finalen Schlag machen. Hier kommt Cliff. Ja, aber ich finde, das war echt eine gute Idee. Also der macht sich echt gut als Magier. Und dann würde ich sagen, hat der gute, ja, ich würde sagen, der gute Cliff hat die Ehre, seinen ehemaligen Wegpartner ins Reich der Träume zu schicken. I must fall back and rejoin Lord Rakut and the main force. Ich hab doch einfach dich geschlagen, mein Freund. Ah, gut. Was will man machen? Was will man da machen? Was will man da machen? Okay, der ist erstmal geschützt, würde ich sagen. Ja, oh, ich könnte das schaffen mit allem. Aber das Problem ist, dann kommen auch alle anderen Typen hier an. Weil die sind zum Glück nicht so in der Reichweite. So, mit dem hier gucken. Ich muss mit dem hier gucken. Wie kriege ich den denn da geschützt? Ich muss dieses Feld hier besetzen. Dann setze ich da mal Silk hin. Naja, und da setze ich dann Alm hin. Reicht sie immer noch. Naja, dann kommt es auch da hin. Das Problem ist, aha, jetzt kommen ja auch noch die Freunde hier an. Also zwei, diese drei Kavallerie-Freunde hier. Der kommt zum Glück noch nicht so weit. Kann Alm angreifen, auch einen anderen. Stell ich dich nochmal dahin. Okay, also er kann nur, ja gut, er könnte jetzt auch ihn hier angreifen, aber okay. Und da kann der auch angreifen. Griffin werden. Wie ziehst du denn ab? Kriegst du aber kaum Schaden, dann machen wir das. Oder warte mal, der kommt da hin, ne? Was denn eine 5 Resistenz? Das sollte eigentlich gehen. Boah, wird ein bisschen eklig, der Kampf. Glaube ich noch. Der wird noch ein bisschen eklig, glaube ich, werden, dieser Kampf. Aber gut, wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen hier. Ansonsten drehe ich das Zeitenrad. Okay, er geht auf Alm. Okay, zum Glück ausgewichen. Das finde ich schon mal gut. Und der... Der trifft, aber okay, 7. Ist noch okay. Gut, sie geht auf ihn. Er geht auf sie. Zumindest greift sie an. Das ist gut. Beziehungsweise kann sich wehren. Boah, also hätte... I thought I heard the mother's voice, but... Ja, das muss ein bisschen besser werden, meine Dame, aber okay. Ah, da kommt noch einer hin. Wie gesagt, zum Glück. Zum Glück schafft sie es, sich da zu wehren mit Nosferatu. Sonst wäre das Ganze ziemlich eklig. Sonst wäre das Ganze hier ziemlich eklig, muss ich gestehen hier. Okay, der fette Ritter kommt auch hier an. Na gut, das muss ich auf jeden Fall mit Cliff machen, weil der wird sonst. Sonst habe ich nichts im Petto gegen diesen Ritter. Gegen diesen General da. Da habe ich sonst nichts in der im Petto tatsächlich. Das ist nicht besiegt, oder was? Das finde ich ja weniger toll. Das finde ich tatsächlich weniger toll, muss ich gestehen. Ja, wird noch eklig werden. Das wird noch ziemlich eklig werden. Aber gut, dann kriegen wir dich schon mal ziemlich besiegt. Ich würde sagen, auch den besiegen wir noch und dann. Sehr schön. Gut, dann würde ich ja mal sagen, im nächsten Part werden wir wohl dieses Kapitel abschließen. Danke fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Part von Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Bis dann und tschüss, euer Jake.